Ja, ich bedanke mich sehr für diesen wunderbaren musikalischen Auftakt beim Saxophon-Quintett heute der Musikschule. Fuller ist eigentlich ein Quartett, aber heute verstärkt. Vielen Dank für diesen Auftakt unter der Leitung von unserer Musikschuldozentin Yvonne Rothwächter. Dankeschön. Das passt zum Kulturpreis, zum Anlass, zu dem ich Sie ganz herzlich willkommen heiße, und ich freue mich sehr, Sie so zahlreich willkommen heißen zu dürfen, und bin froh, dass alle noch einen Sitzplatz gefunden haben. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen im Namen der städtischen Gremien und tue dies natürlich zunächst auch im Namen unserer Stadtverordnetenvorsteherin Margarete Hartmann. Ich darf zahlreiche Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung herzlich begrüßen. Ich darf namentlich und stellvertretend nennen Patricia Fehrmann als Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Sylvia Brunnel als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, zeitgleich multifunktional als Mitglied des Landtags, und Frau Schindler als Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich darf zahlreiche Magistratsmitglieder willkommen heißen, namentlich stellvertretend Bürgermeister Laquena. Und im Namen aller Vertreter der städtischen Gremien freue ich mich natürlich insbesondere, die Träger des Kulturpreises der Stadt Fulda herzlich begrüßen zu dürfen. Mit zahlreichen Familienangehörigen freue ich mich, dass Sie heute hier sind und uns die Ehre erweisen, dass wir Sie ehren dürfen. Ich darf Herrn Elmar Schick und Herrn Günther Sager herzlich im Marmorsaal willkommen heißen. Ich begrüße weiterhin die Vertreter des Landtages. Frau Brunnel durfte ich schon begrüßen, Thomas Hering als Mitglied des Landtags. Auch für den Kreis darf ich Gäste begrüßen, als Kreistagsvorsitzenden Helmut Herchenhahn, und auch wiederum multifunktional als Mitglied des Kreisausschusses, wobei das Amt des Stadtverordneten mindestens gleichermaßen von Bedeutung ist, Herr von Rhein. Und für die Inhaber der städtischen Auszeichnung ist es mir eine ganz besondere Ehre, drei Träger des Kulturpreises der Stadt Fulda willkommen heißen zu dürfen. Ich darf herzlich begrüßen Herrn Walter Heller, Träger des Kulturpreises der Stadt Fulda im Jahre 2003, und Frau Hellen und Professor Dr. Tassilo Bonsel, Träger des Kulturpreises 2014. Schön, dass Sie auch heute bei uns zu Gast sind. Ich freue mich sehr darüber, meinen Vorgänger im Amt und multifunktional auch den Vorsitzenden des Geschichtsvereins, Herrn Gerhard Möller, willkommen heißen zu dürfen. Und ich freue mich über die starke Resonanz der örtlichen Presse und Ihre Berichterstattung, denn allein die Berichterstattung wird sicherlich Ihren Beitrag dazu leisten, vielen Menschen neue Impulse zu geben, sich mit Fuldas Geschichte zu beschäftigen. Und die Tatsache, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, stellt unter Beweis, dass Sie zum einen das langjährige Engagement, das Schaffen unserer Preisträger würdigen, aber auch, dass Sie sich mit unserer Stadt identifizieren und sich für unsere fuldische Geschichte in all ihren Facetten persönlich interessieren und einbringen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, in wenigen Tagen ist es soweit. Am 12. März 2019 werden wir auf 1275 Jahre Geschichte unseres Klosters und nachfolgend der Stadt zurückblicken dürfen. Im Rahmen unseres Jubiläumsjahres von Kloster und Stadt sind eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, die dazu führen sollen, das Bewusstsein für die eigene Identität, für die Geschichte zu schärfen, einer breiteren Bevölkerung zu vermitteln, aber auch Gemeinschaft zu stiften in einer Stadt, die derzeit immer stärker wächst. Eine gesellschaftlich immer wichtigere Herausforderung. Natürlich stehen bei einem solchen Jubiläum die Epochen, die Jahre
auch im Blickpunkt, die vielleicht auch in der Nachbetrachtung als besonders gute Zeiten dieser Stadt, dieser Gemeinschaft in Erinnerung bleiben. Ich denke, voller Dankbarkeit werden wir im März diesen Jahres dann auf den 12. März 744 zurückblicken dürfen. Und auf all das, was in den folgenden Jahrhunderten geschehen ist. Aber ich glaube, wir sind anlässlich eines solchen Jubiläumsjahres auch in ganz besonderer Weise dazu aufgefordert, den Blick auf die dunklen Facetten und die dunklen Zeiten unserer Stadtgeschichte zu richten. Und dabei ganz unter dem Leitmotiv Zukunft braucht Herkunft. Aus der Betrachtung unserer eigenen Geschichte unsere Gegenwart besser einordnen zu können und auch die Schlussfolgerungen und Impulse für die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft zu ziehen. Dazu gehören zweifelsohne die Jahre ab 1933 bis 1945 und auch die Jahre unmittelbar im Anschluss an den Krieg. All das, was auch hier im Fuldaer Land passiert ist in diesen Jahren, ist sicherlich die NS-Zeit das dunkelste Kapitel unserer Stadtgeschichte. Und es ist unsere aller Verpflichtung, die Augen nicht davor zu verschließen, dass die NS-Zeit nun abstrakt in Geschichtsbüchern deutschlandweit oder weltweit beleuchtet wird, sondern auch den Mut zu haben, in die eigenen Abgründe unserer Geschichte zu richten, uns vor Augen zu führen, was hier konkret passiert ist und uns auch vor Augen zu führen, dass wir im Jahre 2019, wo weltweit auch Populisten im Vormarsch sind, scheinbar für Abschottung werben und damit eine bessere Zukunft blicken, doch auch eine besondere Verpflichtung haben. Zunächst einmal auch die Verpflichtung, dankbar zu sein dafür, dass wir seit 1945 in Frieden leben dürfen und auch im Jahre 2019 dankbar dafür sein dürfen, dass wir seit 70 Jahren unser Grundgesetz haben und das Leitmotiv für unser gesellschaftliches Miteinander unter den wichtigsten Werten der Menschenwürde, der Freiheit und der Gleichheit ist. Umso wichtiger ist es, um den eigenen Standort zu bestimmen, diesen Blick in die Vergangenheit zu wahren. Das ist einerseits natürlich ein Appell, sicherlich ein breiter Konsens. Nur von alleine ist diese Geschichtserforschung nicht zu betreiben. Sie ist nicht von Erfolg gekrönt, wenn sie ein Wunsch bleibt, sondern es bedarf Persönlichkeiten, die sich persönlich mit großem Engagement über Jahre und Jahrzehnte hinweg akribisch mit der Erforschung der Geschichte unserer Stadt, unserer Region beschäftigen, was oftmals sicherlich auch unbequem war und ist, voller Herausforderungen ist und was ein Engagement ist, was kaum in der öffentlichen Wahrnehmung Beachtung findet. Umso mehr ist es uns ein großes Anliegen, anlässlich unseres Jubiläumsjahr dieses herausragende Engagement, was unsere beiden Preisträger über Jahrzehnte hinweg unter Beweis gestellt haben und was sie weiterhin mit ihrem Wirken unter Beweis stellen, zu würdigen. Der Kulturpreis der Stadt Fulda. Ich weiß nicht, ob vielen Menschen in unserer Stadt der Kulturpreis überhaupt näher bekannt ist. Er ist 1960, so zeigt es die Geschichtsschreibung, erstmals gestiftet worden, wobei bei genauerer Betrachtung sich auszeigt, dass es bereits 1944 einmal eine Kulturpreisverleihung gab. Damals
im Zeichen des Jubiläums 1200 Jahre Fulda in 1944. Auch das ein Anlass, dankbar zu sein dafür, dass wir zum 1275-jährigen Jubiläum in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft, in einem friedvollen Deutschland leben dürfen und den Kulturpreis der Stadt Fulda verleihen dürfen, der bewusst nicht die Verbindung zu 1944 gesucht hat, sondern auf eine Initiative des Geschichtsvereines 1959 zurückgeht. Es war also der Geschichtsverein, der 1959 an die Stadt herangetreten ist und diese Preisverleihung angeregt hat. Und beim Rückblick sind einige Formulierungen von damals wirklich besonders bemerkenswert. Aus einer älteren Unterlage aus Anfang der 60er Jahre heißt es: Hiermit wurde zum ersten Male ein Preis geschaffen, der die Arbeit des Forschers in der Studierstube anerkenne. Und ich glaube, mit Blick auf Ihre wissenschaftliche, auf Ihre Forschertätigkeit ist das auch in besonderer Weise zutreffend und zeigt, dass wir ganz im Sinne des Magistrats der Stadtverordnetenversammlung von 1959, 1960 handeln, indem wir dieses Engagement, was doch in aller Regel in der Studierstube geleistet wird oder in den Archiven, in besonderer Weise auch öffentlich würdigen. Und für mich in besonderer Weise wirklich bemerkenswert, dass ich damals in den Beschlüssen des Magistrats aus dem Jahr 1960 interessante Formulierungen wiederfinden. Zum einen stellt damals der Magistrat ausdrücklich fest, dass es die Anregung des Geschichtsvereines war, und der Magistrat hat sich damals grundsätzlich damit einverstanden erklärt, dass von Fall zu Fall eine Persönlichkeit, die sich um die wissenschaftliche Erforschung der Fuldaer Geschichte besonders verdient gemacht hat, durch Verleihung dieses Preises geehrt werden soll. Die Verleihung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung, und im Wesentlichen stand die Geschichtserforschung schon damals im Vordergrund. Es soll aber auch ausdrücklich vorbehalten bleiben, wurde damals in 1960 festgelegt, dass der Preis auch für andere kulturelle Leistungen vergeben wird. Und dafür steht die große Bandbreite des Kulturpreises, wenn ich an das Wirken unserer anwesenden Kulturpreisträger erinnern darf, als Literaten oder auch mit dem Ehepaar Bonzel an die Kinderakademie, die unsere Kultur in der Stadt so bereichert haben. Und auch bemerkenswert ist, dass ein Tagesordnungspunkt darauf folgend in der Sitzung vom Januar 1960 festgehalten wurde: Es wird angeregt, noch lebende Persönlichkeiten über die Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 befragen zu lassen, damit bei der Herausgabe einer Stadtgeschichte aus dieser Zeit Material zur Verfügung steht. Für mich ein bemerkenswerter Beschluss des Magistrats in 1960, weil ganz offenkundig mit dem Abstand von einigen Jahren zu der NS-Zeit das Bewusstsein dafür erwachte, dass die Erforschung der eigenen Geschichte notwendig ist, dass es darauf ankommt, Zeitzeugengespräche zu führen, um vor dem Vergessen zu bewahren und das Erinnern zu gewährleisten. Und diesem Ziel, was 1960 formuliert worden ist, dazu haben Sie in herausragender Weise beide unsere Preisträger beigetragen. Der Kulturpreis der Stadt ist tatsächlich ein Preis, der nur in seltenen Fällen bislang verliehen worden ist. Erstmals in 1960 an Professor Edmund Stengel, ein Mittelalterforscher aus Marburg, der sich mit der Dokumentation bzw. Erforschung des Fuldaer Urkundenbuches sehr
verehrt, sehr verdient gemacht hat. Und wir haben in diesen Jahren seit 1959 beziehungsweise seit 1960, also in 59 Jahren bislang, 12 Personen mit dem Kulturpreis der Stadt geehrt. Und ich glaube, das führt vor Augen, dass das eine sehr besondere Auszeichnung der Stadt Fulda ist, die unsere Preisträger aber zweifelsohne verdient haben. Denn sie haben wahrhaftig, und das wird gleich noch sehr deutlich, in jahrzehntelangem Engagement für die Erforschung der Geschichte Fuldas gearbeitet. Wenn Sie es erlauben, würde ich mit unserem Preisträger Elmar Schick beginnen. Versuchen, zumindest ansatzweise sein Werk zu vermitteln. Herr Sagan wird mir da nicht böse sein, aber es ergibt sich nun mal, dass Herr Schick bereits seit 1958 sich betätigt hat. Und wenn ich recht informiert bin, Herr Sagan, war das gerade so die Zeit, wo Sie Ihr Abitur gemacht haben. Und von daher dürfen wir den Vortritt Herrn Schick überlassen. Und im Anschluss komme ich dann zu Ihrem Werden. Ich darf kurz Elmar Schick, der sicherlich vielen hier im Saal, ich sehe sehr viele vertraute Gesichter, Persönlichkeiten aus Fulda und auch Petersberg, willkommen heißen. Da sind vielen bekannt, aber gleichwohl möchte ich Ihre Biografie doch zumindest in Ansätzen hier erläutern. Sie wurden 1922 in Fulda geboren. Schon Ihr Vater war Lehrer. Und Sie waren das zweite von 8 Geschwistern. Aufgewachsen am Horaser Weg, wo Sie bis heute wohnen, wo Sie der Stadt Fulda die Treue gehalten haben. Schon Ihr Vater war heimatkundlich nicht nur interessiert, sondern publizierte beispielsweise das Werk, was als Standardwerk bezeichnet wird, das Fuldaer Land, unsere schöne Heimat. Also ein wenig oder doch sehr deutlich ist Ihr Engagement tatsächlich ein Stück Familientradition. Sie haben seit 1933 die Oberrealschule hier in Fulda besucht und wenn ich recht informiert bin aufgrund der Bilder und Unterlagen, ist es so, dass Ihr Physiksaal damals sich im heutigen Fürstensaal befand. Etwas, was ich mir kaum so recht vorstellen kann und wahrscheinlich viele jüngere Fulderer auch nicht. Und es steht doch für den Wandel auch unserer Zeit und auch dieses Stadtschlosses, in dem wir uns befinden. Ja, Sie haben dann in früher Zeit nach dem Abitur die Kriegszeit erlebt, waren von 1941 bis 1945 bei der Marine, bei den U-Booten. Nach dem Krieg, der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft, dann zunächst Schulhelfer und danach das Lehramtsstudium und Lehrer in Marberzell, Eichenau, Almendorf und Lehnerz. Und zuletzt als Schulleiter bis 1983 an der Johannes-Hack-Schule in Petersberg. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich viele Petersberger hier begrüßen darf. Und ich bin natürlich besonders froh, fühle mich auch geehrt, Sie heute ehren zu dürfen. Denn ich kann mich noch gut an mein Einschulungsgespräch bei Ihnen im Frühjahr 1980 erinnern. Und das sind immerhin jetzt auch schon 39 Jahre her. Und ich bin froh, dass Sie mich damals aufgenommen haben. Ja, Sie waren als Lehrer natürlich hoch engagiert, als Schulleiter. Und haben auch insbesondere zahlreiche musikalische Schulspiele und auch 2 Kinderopern beispielsweise verfasst. Und auch das steht für Ihr umfassendes kulturelles Engagement. Und waren unter anderem als stellvertretender Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung aktiv. Ihr publizistisches Wirken, Ihr Wirken als Autor, ja, mit wissenschaftlichem Anspruch, ich glaube, das kann man so sagen, reicht bis 1958 zurück. Und damals haben Sie als junger Mann begonnen, beispielsweise Beiträge zu schreiben über die Geschichte von Eichenau, aber sehr früh auch die NS-Zeit in den Blick genommen.
beispielsweise zur Frage der Rechtsprechung im Dritten Reich, umfassendes Interesse, nicht nur mit Blick auf die NS-Zeit, kommt durch Publikationen zum Kirchenmaler Wilhelm Lötters zum Ausdruck. Sie haben zum Almdorfer Bürgermeister Franz Übelacker im Dritten Reich geschrieben, also ganz konkret die NS-Zeit hier vor Ort mit den handelnden Akteuren in den Blick genommen. Die Fuldaer Volksschule 1945 beschrieben, Franz Mollenhauer und der Wiederaufbau von Fulda, Gauleiter Rudolf Jordan aus Großenlüder, kirchlich wiederum 300 Jahre Kirche in Almendorf, zum Horst-Wessel-Denkmal in Gersfeld, zum Rhönplan des Gauleiters Dr. Otto Helmuth, die KRB Großenlüder im Widerstand gegen die NS-Diktatur, also immer genau das Geschehen konkret vor Ort erforscht und beschrieben. Landgräfin Anna von Hessen, Dompfarrer Isidor Schleichert und das Fuldaer Lehrerseminar. Das war unter anderem, waren das alles Beiträge in den Buchenblättern, aber eine Vielzahl von eigenen Publikationen trägt ihren Namen und weiterhin sind sie als Autor dankenswerterweise aktiv. Ich will nur beispielhaft nennen, 1000 Jahre Eichenau aus dem Jahr 1953, die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Nationalsozialismus in Fulda, eine wissenschaftliche Hausarbeit aus dem Jahre 1966. Und das alles zu einer Zeit, wo die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ja keineswegs selbstverständlich war, sondern wo es noch praktisch eine Zeit war, in der die Akzeptanz dafür gewonnen werden musste, die eigene Geschichte kritisch in den Blick zu nehmen. Das Haunendorfer Heimatbuch 1996, Eichenauer Heimatbuch 1996, dann ganz wesentliche Werke, Stationen der Machtübernahme, die NSDAP im Fuldaer Land, Almendorf, 300 Jahre Kapelle zur schmerzhaften Mutter Gottes in Almendorf und dann ein Werk, welches ich beispielsweise auch vor einigen Jahren den Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern als Geschenk überreichen durfte, Täter und ihre Opfer, zur Geschichte der Diktatur des Dritten Reiches zwischen Rhön und Vogelsberg. Und da habe ich zahlreiche Rückmeldungen zu diesem Buch bekommen und es hat sehr, sehr viele Menschen sehr tief berührt. Da steht beispielhaft für Ihre Publikation und umso mehr freue ich mich, dass weiterhin in Vorbereitung ist die Geschichte des Fuldaer Lehrerseminars, erscheint hoffentlich in Kürze im Verlag Imhoff im Jahr 2019. Wenn ich versuchen sollte, in wenigen Worten Ihr Werk zu würdigen, was in diesem Rahmen nicht ansatzweise möglich ist. Aber meine Damen und Herren, allein wenn ich Ihnen die Bandbreite der Publikationen eben geschildert habe und Ihnen hier in diesem Rahmen berichten kann, dass Sie sich seit 1958 in dieser Weise als Autor, als Forscher, Erforscher unserer Geschichte betätigen, kann man doch bei der ganzen Breite Ihres Interessenfeldes festhalten, dass ein zentrales Anliegen Ihnen schon sehr früh war, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und gerade hier in der Region nicht nur abstrakt überregional zu bewerten, sondern vor Augen zu führen, was es hier ganz konkret vor Ort bedeutet hat. Und Sie haben nicht nur erforscht, sondern Sie haben Stellung bezogen. Das wird beispielhaft sehr deutlich in dem 2005 und eben erwähnten Werk Täter und ihre Opfer. Sie haben hier unmissverständlich Stellung zu den Verbrechen der regionalen Täter und Mitläufer bezogen, beispielsweise auch in dem schon als Standardwerk zu bezeichneten Buch Stationen der Machtübernahme. Und dieser Quellenreichtum dieser Studien, aber natürlich auch Ihr immenses Wissen, weil sie als Zeitzeuge selbst hier mit einbringen konnte. Das ist natürlich ein unschätzbares Gut und macht sie damit
zu einem der ganz zentralen Vermittler des wahrhaftig dunkelsten Kapitels unserer fuldischen Geschichte. Sie gehörten auch zur sogenannten Historischen oder Historikerkommission, die sich 2015 damit befasst hat, die Frage zu beleuchten, wie die Rolle des ehemaligen Oberbürgermeisters Dr. Franz Danzebrink während der NS-Zeit einzuordnen ist. Und ich denke, auch diese Arbeit hat einen zusätzlichen Impuls dafür gegeben, dass der Magistrat die Entscheidung getroffen hat, noch einmal diese Rolle, diese Zeit in der Fuldaer Stadtverwaltung wirklich fundiert wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen, so schwer das ist, weil die Quellenlage nicht einfach ist, aber auch durch ihr Wirken in der Kommission und ihre klare Positionierung haben sie einen ganz, ganz wichtigen weiteren Beitrag für die Erforschung Fuldaer Geschichte geleistet. Uns freut es, dass Sie derzeit eine Studie zur Geschichte des Fuldaer Lehrerseminars vorbereiten. Und es gehört sicherlich auch dieses Feld Lehrerseminar zu einem Teilbereich, der Sie mit Ihrem wirklich unermüdlichen Forscherdrang seit 1958 immer wieder ermuntert hat, neue Wege zu gehen, neu zu erforschen und die Erkenntnisse zu bereichern. Von daher freue ich mich außerordentlich, lieber Herr Schick, Ihnen im Namen der Stadt Fulda heute den Kulturpreis der Stadt Fulda verleihen zu dürfen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf die Urkunde verlesen. Zur Würdigung besonderer Verdienste um die Kultur in Fulda haben die städtischen Körperschaften im Jahre 1960 den Kulturpreis der Stadt Fulda gestiftet. Um diese Verdienste zu würdigen, hat die Stadtverordnetenversammlung in Übereinstimmung mit dem Magistrat beschlossen, Herrn Elmar Schick den Kulturpreis der Stadt Fulda zu verleihen. Nach einem langen und erfolgreichen Wirken als Pädagoge befasste sich Elmar Schick intensiv mit der Geschichte des Fuldaer Landes, die er zunächst in mehreren Ortschroniken darstellte. Sein wichtigstes Forschungsfeld fand Elmar Schick in der Geschichte des Nationalsozialismus und seinen regionalen Auswirkungen. In zahlreichen Publikationen widmete er sich Tätern und Opfern der NS-Diktatur in Stadt und Landkreis Fulda. Hierbei bezog Elmar Schick unmissverständlich Stellung zu den Verbrechen der Täter und zur Rolle der Mitläufer. Der Quellenreichtum seiner Studien, aber auch die Einbeziehung seiner immensen Kenntnisse als Zeitzeuge machen Schick in seiner Person wie in seinen Publikationen zu einem wichtigen Vermittler des dunkelsten Kapitels Fuldaer Geschichte. Herzlichen Glückwunsch und vor allem herzlichen Dank, lieber Herr Schick. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, vor 2 Jahren hätte ich noch das, was ich zu sagen habe, freigesprochen. Jetzt muss ich also einen Zettel nehmen, damit ich das kann, ja, weil ich auf die 100 ein wenig zugehe und da lässt manches nach. Ich freue mich sehr über die Überreichung des Kulturpreises der Stadt Fulda und danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Ich freue mich auch für Herrn Sacker, der dazu geehrt wird. In Fulda geboren und aufgewachsen, habe ich Zeit meines Lebens im Fuldaer Land gelebt und gearbeitet. Es ist meine Heimat, die mir auch durch meinen Beruf ans Herz gewachsen ist. Eine Annahme, eine Ausnahme waren 5 Kriegsjahre, die für mich unvergessen bleiben. Durch sie wurde ich noch enger an die Heimat gebunden. Die schriftstellerische Tätigkeit meines Vaters, der das Fuldaer Heimatbuch herausgegeben hat, haben mich zu meinen Untersuchungen und Schriften angeregt. Meine Eltern waren beide entschieden Gegner
in den ihre Haltung gegen den Nationalsozialismus. Mein Vater musste als Lehrer Druck ausüben, Druck aushalten und wurde dann strafversetzt unter einen Bürgermeister, der das entsprechende Parteibuch hatte. Er hat es durchgestanden bis zur Zeit, als der Krieg verloren war und in Fulda die Schulen wieder geöffnet wurden, die Volksschulen zuerst. Und da hat er sehr damit beigeholfen, die Schulen überhaupt wieder zu eröffnen. Ich selbst war mit meinem älteren Bruder nicht NS-Mitglied, sondern Mitglied einer katholischen Jugendbewegung, und die mich sehr beeinflusst hat. Die Kriegsjahre habe ich als Marinesoldat, später als U-Boot-Kommandant, U-Boot-Führer durchgestanden und habe dabei das Glück gehabt, dass ich zu den 10.000 U-Boot-Fahrern nach Hause gekommen sind, die auch nach Hause mich geführt hat, und das hat mir natürlich doch für mein Leben, weiteres Leben, sehr viel gegeben, und es hat mich auch sehr viel eingeprüft, dass ich hier über diese Zeit, über die Nazi-Zeit entsprechend geforscht habe und geschrieben habe. Es sind noch zwei Ereignisse, die ja am Ende des Krieges, ja, aber am Ende des Krieges in Flensburg noch unter dem damaligen deutschen Politiker gearbeitet und habe in dieser Zeit wesentliche Erlebnisse gehabt, die mich in Fulda noch mehr gebunden haben. Ja? Ich kam nach Hause, hatte gelernt, U-Boot fahren, bis vor New York und wo es überall, aber ich habe in dieser Zeit nicht gelernt, wie man Schülern das einmal eins beibringt und wie man mit Schülern arbeiten kann. In der Stadtschule gab es kaum Lehrer, die damals die Schulen mit eröffnen konnten. Ja, es waren nur ganz wenige, die nicht zumindest braune Flächen an ihren Händen hatten und aus diesem Grunde nicht zuerst in den Lehrbetrieb hineingeführt wurden. Dann kam die Lehrerausbildung, die sehr, sehr interessant und gut war. Und nach dieser Lehrerausbildung habe ich dann die erste längere Lehrerzeit in Eichenau verlebt. Das war eine Zeit, die für mich die Lehrzeit war und die mich sehr gebunden hat an diese Stadt. In diesem Zusammenhang muss ich sagen, ich halte es für einen ausgesprochenen Fehler in der Politik, dass man die kleinen Schulen alle geschlossen hat. Das ist ein Fehler, den man begangen hat an den Kindern, die dann in die Nachbardörfer nach Großenbüder in die Schule gehen mussten und die in keinem Fall jedenfalls diese Heimatbindung hatten. Ja. Es war ein Fehler für die Dörfer, weil man in diesen Dörfern jede Familie kannte und zusammengearbeitet hat an der Erziehung der Kinder. Jedenfalls
war das eine Zeit, die ich nicht vergessen habe und die mir für meinen Beruf eine Menge mitgebracht hat. Der nächste Ort war dann Almendorf, wo ebenfalls eine einklassige Schule war. Zuerst eine zweiklassige und dann eine einklassige Schule. Und das habe ich so lange gemacht, bis die hessische Schulpolitik die Schule geschlossen hat und die Kinder mit dem Omnibus in die Nachbarschaft gefahren hat. Ich bin der Auffassung, dass das ein ausgesprochener Fehler gewesen ist, nicht nur an den Schülern, sondern auch an den Dörfern, weil die Schule unter Umständen doch eine Menge Leistungen an ihrem Dorf mitgebracht haben. So, eine Epoche, die meine Eltern sehr getroffen hat und uns als Kinder, als Schüler ebenfalls sehr getroffen hat, war dann die nationalsozialistische Zeit. Mein Vater war ein ausgesprochener Gegner. Es waren in Fulda vielleicht 50 Lehrer, aber von den 50 Lehrern waren 5 Lehrer nicht in der Partei. Und da gehörte mein Vater dazu. Er konnte dann eine Schule eröffnen und konnte den Chef entsprechenden Dienst tun. Das war für meine Begriffe doch sehr wesentlich, dass noch einige Menschen im Fuldaer Land nicht mit der braunen Sünde zu tun hatten. Ja. Wir sind erzogen worden, ich bin hier in die Realschule gegangen, hier im Schloss waren meine Lehrer, meine Schulsäle und habe hier da bis zur Unterprima durchgestanden und dann waren die Plätze in der Schule immer weniger geworden und wir sind Soldat geworden. Ich habe sehr viel gelesen und habe sehr viel Gefahren gelesen über die U-Boot-Fahrerei und die Marine. Und das habe ich behalten und habe mich gemeldet dazu und bin dann 5 Jahre lang bei der Marine gewesen. Bei der Marine zuerst auf dem Minensuchboot in Frankreich, in Brest. Und als diese Zeit dann rum war, habe ich U-Boot gefahren und bin nach Amerika mitgefahren mit dem Boot. War dann stellvertretender Kommandant auf meinem Boot bis zum Jahre 1943. Und als diese Zeit herum war, habe ich das U-Boot gehabt und konnte das auf dem U-Boot noch fahren in der Ostsee. Und habe alles Mögliche erwischt. Meine Eltern hatten die entsprechenden Probleme mit ihren Kindern, die nicht die Soldat gewesen waren. 3 waren damals im Feld. Der älteste Bruder ist gefallen. Und im Übrigen konnte ich also noch miterleben, wie die deutsche Niederlage kam und wir in Schleswig-Holstein noch gewesen sind unter der Regierung Dönitz. Auch diese Zeit ging vorbei und
Dann kamen die Engländer und haben uns gefangen genommen und haben uns erst in Schleswig-Holstein untergebracht, wo wir arbeiten. Ich habe da gelernt, Küche zu melken und auch gelegentlich mal ein bisschen etwas mit dem Unterricht der Kinder zu erledigen. Ja. Das hat mir die Freude an dem möglichen Beruf gegeben. Ja. Und ich bin, als ich dann entlassen wurde, wurde ich nach Würzburg geschickt und dann nach Hersfeld. In Hersfeld war ein Gefangenenlager. Ich war damals der dienstälteste Offizier und hatte die Verhandlungen mit den englischen mit den Leuten, die dort das Sagen hatten, zu führen. Das ist auch gelungen und ich habe es erreicht, dass etwa 50 deutsche Soldaten nach Hause kommen konnten und nicht nach Frankreich zum Arbeitsdienst geschickt wurden. Das war eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich kam nach Hause und traf dann meine Familie nicht mehr so an, wie ich sie verlassen hatte. Meine Mutter war inzwischen gestorben und ich habe zuerst von meinem Vater erfahren, er sagte, du musst uns helfen, wir brauchen Lehrer, wir müssen jemanden haben, ja, und du musst ganz den Anfang machen. Da habe ich ein Jahr lang ohne Ausbildung Schule gehalten, an der Stadtschule. Das war zwar für mich ganz interessant, hat mir aber die Freude an dem Beruf doch gegeben. Und ich habe mich entschlossen, ihn wirklich zu erlernen. Ja. In Fulda wurde er damals mit Oberschulrat Hilker, einem Anti-Nazi, wurde da die Lehrerausbildung betrieben. Und ich hatte jedenfalls eine große Freude an den kleinen Landschulen. Ja. Ich musste zwar keine Kühe melken, aber es war doch sehr viel, was dort der Lehrer im Dorf mit der Schule machen konnte, an Arbeit, an Freude, an Theaterspielen und ähnlichen Dingen mehr. Diese Dinge habe ich dort weitergetrieben, bin von da nach Almendorf gekommen, da habe ich diese Arbeit weiter fortführen können und so lange, bis mir der Staat die Schule zugemacht hat, weil damals die kleinen Schulen alle miteinander geschlossen wurden und die Kinder mussten in die Nachbarschulen und die Lehrer auch, ja. Ich war dann zwei Schulen und zum Schluss war ich am Petersberg mit einem Kollegium, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe. Es war eine Freude, dort zu arbeiten. Und dann, wie ich 60 Jahre alt war, war mein Lehrerberuf am Ende, habe ich Schluss gemacht und habe angefangen zu schreiben, über die Geschichte zu untersuchen, die Nazi-Geschichte zu untersuchen und so weiter und so mehr. Ich muss Ihnen sagen, ich bin froh, dass wir den Staat haben, den wir heute haben, und keinen anderen, der die Kinder verführen sollte, in den Staat hineinzugehen und dort eben nichts anderes mehr kennenzulernen. Ich bin da nach Hause gekommen und habe dann noch an die 40 Jahre gearbeitet mit Bücherschreiben und mit Geschichtsforschung. Diese Zeit
ist für mich eh sehr schön. Und der einzige Fehler, der ist der, dass ich dabei älter geworden bin und eben nicht mehr jetzt schreiben kann. Ich hätte noch einiges da. Ein Buch wird noch geendet, aber das wird dann wird auch in einigen Monaten angeboten werden und dann ist das damit zu Ende. Das war meine Zeit. Ja, inzwischen, hätte diese gute Lehrerzeit nicht gehabt, wenn ich nicht in dieser Zeit geheiratet hätte, eine Frau, die ebenfalls Lehrerin war und die mit großer Freude an der Schule mitgearbeitet hat und mich vertreten hat, wenn ich nicht da sein konnte. Es war also eine wirklich interessante Zeit. Ich habe das nie bereut, dass ich Lehrer geworden bin, aber auch nicht, dass ich dann aufgehört habe. Das muss ich auch sagen. Als ich dann aufgehört habe, dann konnte ich wirklich schreiben. Und das war etwas, was ein Erbteil meines Vaters war, der das Fuldaer Heimatbuch geschrieben hat. Ja. Die Zeit ist um und jetzt bin ich fast 100 Jahre und da ist also für mich einiges vorbei und ich bin wirklich froh, dass ich noch so weit da bin, dass ich noch etwas frei sprechen kann, etwas sagen kann, ohne daran zu stolpern. Ich bedanke mich. Herr Schick, wir danken Ihnen für diese Worte. Und ich glaube, für uns ist es einfach tief beeindruckend, das aus Ihrem Munde zu hören. Was Sie gesagt haben, bewegt uns zutiefst. Und Sie haben den Satz formuliert, wir können heute froh sein, diesen Staat zu haben. Und das sollte uns alle ermutigen, heute die Dinge auch nicht zu negativ zu sehen, sondern dankbar zu sein, dass wir heute hier leben dürfen, aber auch unseren Teil dazu beizutragen, dass so etwas, was Sie erleben mussten, was Ihre Generation erleben musste, nie wieder vorkommt. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir nun den Versuch zu unternehmen, das Wirken unseres Preisträgers Günter Sager zu würdigen. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass sicherlich auch ein Antrieb für sein Wirken sicherlich in seiner eigenen Biografie auch liegt. Herr Sager, Sie gehören einer anderen Generation als Herr Schick an, aber Sie wurden 1940 in Gera geboren. Und haben dann zunächst das Schicksal der Flucht erleben müssen, durchleiden müssen mit ihrer Familie. Sie kamen dann zunächst 1945 in die damals britisch besetzte Zone nach Niedersachsen und leben seit 1950 bei uns hier in der Region Fulda, genauer gesagt natürlich an Petersberg-Marbach, das will ich an dieser Stelle nicht verheimlichen. Und es zeigt aber, dass auch Sie gerade in Ihrer Jugend diese Zeiten, die die dunkelsten Kapitel unseres Landes bedeuten, erlebt haben. Und das hat sicherlich auch Ihre Biografie geprägt. Nach dem Abitur und dem Pädagogikstudium wirkten Sie als Lehrer und im Studienseminar und waren bis 2004 als Ausbildungsleiter für die Fächer Deutsch und Erdkunde tätig. Und seit den 80er Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit der Regionalgeschichte Fuldas und seiner Umgebung von 1933 bis in die Nachkriegsjahre und stehen dafür auch beispielhaft für jemanden, der gar nicht ursprünglich aus der Region kommt, aber sich zur Aufgabe gestellt hat, die Geschichte, das, was hier passiert ist, ganz konkret vor Ort zu erforschen und damit die Grundlage zu schaffen, dass es überhaupt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Und ganz besonders ist und war es Ihr Anliegen und ist es weiterhin, das so aufzubereiten, dass es auch in der schulischen, in der pädagogischen Arbeit
auch vermittelt werden kann. Und gerade die Schulen in Stadt und Landkreis, wenn ich Gerhard Möller als schon ehemaligen Schuldezernenten des Landkreises vor mir sehe, glaube ich, können wir wirklich sagen, wir sind auch aus dieser Perspektive in ganz besonderer Weise dankbar dafür, dass Sie die Fuldaer Geschichte erforscht haben und die Basis dafür geschaffen haben, dass sie vermittelt werden kann. Auch bei Ihnen kann ich nicht Ihr gesamtes Werk würdigen, aber ich möchte einige Werke doch hier nennen und hervorheben. Das Buch, die Veröffentlichung, die sicherlich ganz viele von Ihnen berührt hat oder die Sie kennen, ist Ihr Werk, welches 1994 erschienen ist. Damals auch ein Jubiläumsjahr, wir konnten damals auf 1250 Jahre Stadtgeschichte zurückblicken. Und da haben Sie unter dem Titel »Die Bevölkerung hatte Verluste« den Luftkrieg im Raum Fulda in der Zeit vom September 1939 bis März 1945 untersucht und dabei insbesondere natürlich auch das Augenmerk auf die Opfer gerichtet. Wir haben im Jahr 2005 das Werk Fulda im Zweiten Weltkrieg verfasst, beziehungsweise ist 2005 erschienen und auch in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern unseres Kulturamts, darf Dr. Heiner an der Stelle auch ganz herzlich begrüßen, mit dem Sie zusammen und mit Frau Beate Kann 2004 die Publikation Der Tod kam in der Mittagszeit, Fulda im Bombenkrieg 1944 bis 1945 herausgegeben haben. Sie haben das Kriegsende 1945 im Vogelsberg und in der Rhön untersucht, das ist 2006 erschienen. Sie haben das Schicksal der Flüchtlinge in Osthessen am Ende des Zweiten Weltkrieges beschrieben. Das ist schon 1990 erschienen. Dann haben Sie insbesondere auch Persönlichkeiten in den Blick genommen, die ganz konkret in dieser Zeit auch Widerstand geleistet haben. Und beispielhaft möchte ich hier nennen, dass Sie das Leben und Leiden des Pfarrers Konrad Trageser beleuchtet haben. Sie haben ein Werk zu Rasdorf und der 17. Juni 1953 verfasst, einen Beitrag einer Zonengrenzgemeinde zur gesamtdeutschen Erinnerungskultur. Sie haben die frühe Nachkriegszeit in der Region Fulda in den Jahren 1945 und 1946 beleuchtet und Sie haben 2017 das Werk veröffentlicht, Sowjetzonenflüchtlinge in den frühen Nachkriegsjahren in der Region Fulda zwischen Abwehr und Aufnahme. Zwischen den beiden Begriffen Abwehr und Aufnahme ist dieser große weite Spannungsfeld dieser Jahre, die doch sicherlich bei nachkommenden Generationen gar nicht so leicht sind, in den Blick zu nehmen, wo es darauf ankommt, sie zu beschreiben, um das vor dem Vergessen zu bewahren. Denn in der Tat droht doch vieles auch aus diesen Jahren unmittelbar im Anschluss an die Kriegsjahre in Vergessenheit zu geraten, wenn es nicht dokumentiert und erforscht wird. Sie haben in den Buchenblättern zahlreiche Beiträge veröffentlicht, beispielsweise zu den vertriebenen Transporten 1946, zum Schicksal der Zwangsarbeiter, konkret das sogenannte Lager Rosita, zur Kapitulation 1945, auch eine Frage, die uns nach wie vor beschäftigt als Stadt, zum Sprengkommando Fulda, das Kriegsende Osthessen, die Flugwache in Marbach, der Vorstoß amerikanischer Truppen nach Thüringen, die Erlebnisse eines kriegsgefangenen Fuldaer Jugendlichen dokumentiert, das Wirken von Pfarrer Aldinger im Widerstand und eben von Pfarrer Konrad Trageser im Widerstand beschrieben. Und wiederum zeigt allein die Anzahl Ihrer Beiträge und Veröffentlichungen, wie viele Jahre akribischer Forscherarbeit hinter diesen Publikationen doch stehen und mit welchem Engagement Sie diese Aufgabe angegangen sind und weiterhin bestreiten. Wenn ich auch hier versuchen sollte, eine Gesamtwürdigung in wenigen Sätzen zu formulieren,
will ich noch einmal betonen, dass wirklich durch die zahlreichen und auf akribischen Archivrecherchen, und das ist eine Facette Ihres Wirkens von Ihnen und auch von Herrn Schick, das bekommt die Öffentlichkeit ja in aller Regel überhaupt nicht mit, was dahinter steht, welcher Zeitansatz, was es natürlich auch für die Familienangehörigen bedeutet, wenn man sich einer solchen Aufgabe stellt. Viele Zeitfolgenbefragungen, und es ist angeklungen, schon damals in 1960 ist dem Magistrat klar vor Augen gestanden, dass die Zeitzeugen aus den Jahren 1933 bis 1945 befragt werden müssen, um das zu bewahren. Mit dieser Arbeit haben Sie ja geradezu Standardwerke der Fulda-Literatur geschaffen und haben auch mit der methodischen und didaktischen Aufbereitung, ich will es noch einmal betonen, die Grundlage dafür geschaffen, dass es im Schulunterricht möglich ist, diese zeitgeschichtlichen Erkenntnisse und dieses Wissen überhaupt zu vermitteln. Und Sie haben auch in vielerlei Hinsicht Neuland betreten. Sie waren der Erste, der anhand eines Tagesbuchs des sogenannten Lagers Rosita die Leiden der Zwangsarbeiter in Fulda thematisierte. Denn auch hier ist es das eine, das abstrakt vom Schicksal der Zwangsarbeiter natürlich in Wissenschaft oder auch in den Medien berichtet wird. Das andere ist es ganz konkret hier vor Ort zu erforschen und vor Augen zu führen. Und Sie haben sich früher als andere dem Thema gewidmet, das Wirken der Widerständler, die hier vor Ort auch gewirkt haben, zu beschreiben. Auch die Dokumentation der Leiden, die mit den Luftangriffen hier in Fulda, namentlich die Angriffe am 11. September 1944 oder am 27. Dezember 1944, die schlimmsten Verluste einbrachten, ist ein großes Verdienst, welches wir Ihnen zu verdanken haben. Und tatsächlich sind Ihre Studien zur Frage der dann erfolgten Befreiung oder des Einmarsches der Amerikaner und zur unmittelbaren Nachkriegszeit Ihr Verdienst, sodass wir heute ein herzliches Dankeschön für dieses langjährige Wirken seit den 80er Jahren sagen dürfen. Vielen, vielen Dank. Sie haben die Erforschung der Geschichte unserer Stadt, unserer Region in ganz, ganz wesentlichen Bereichen mit Blick auf die dunkelsten Kapitel mitgeprägt. Und ich wünsche auch Ihnen, dass der Kulturpreis ein kleines Zeichen der Anerkennung sein möge, aber auch eine Ermutigung weiterhin mit unserer Geschichte, allen Höhen, aber auch gerade den Tiefen zu sein, dass Sie weiterhin uns dabei begleiten, unsere Geschichte zu erforschen. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Sanger. Ich freue mich, Ihnen den Kulturpreis der Stadt Fulda überreichen zu können. Ich darf auch Ihnen die Urkunde überreichen, die, wir sehen es auch gleich, darf sie mal vorzeigen, wie bei Herrn Schick auch in herausragender Weise durch Herrn Aha vorbereitet worden ist. Also auch die Urkunde ist etwas sehr Besonderes. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch einmal Danke sagen. Seit mehr als 3 Jahrzehnten erforscht Günter Sager die Stadt- und Regionalgeschichte Fuldas von 1933 bis in die Nachkriegsjahre. Seine zahlreichen, auf intensiven Archivrecherchen und Zeitzeugenbefragungen beruhenden Aufsätze und Monographien zu den Themen Widerstand, Zwangsarbeit, Luftkrieg, Vertreibung und Besatzungszeit sind nicht nur zu Standardwerken der Fulda-Literatur geworden, sondern sie stehen in ihrer methodischen und didaktischen Umsetzung wegweisend für eine moderne, historische Regionalforschung. Durch die Aufbereitung seiner Forschungsergebnisse für den Schulunterricht hat der Pädagoge Günter Sager wesentlich dazu beigetragen, die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus und die unmittelbaren Nachkriegsjahre auch bei der jüngeren Generation zu bewahren und als Auftrag für die Gestaltung der Zukunft begreifen zu können. Herzlichen Glückwunsch.
vertreten, für die Partie kann ich Frau Sagan einen kleinen Blumenstrauß überreichen als Zeichen des Dankeschöns. Nochmal sehr geehrter Herr Dr. Winkel. Sehr geehrter Herr Dr. Winkelfeld, an sich muss Sie als Lehrer ja gewohnt sein, auch in größeren Sälen laut genug zu sprechen, aber die Sehhilfe ist für mich als immerhin, jungen Mann, den Sie immer schenken, aber als Älteren doch sehr hilfreich. Also, muss ich mal so ein bisschen. Sehr geehrter Herr Dr. Winkelfeld, ganz herzlichen Dank für Ihre lobenden Worte. Eingeschlossen weiß ich natürlich die Gremien, die mit für die Ernennung, für die Preisverleihung zuständig waren, in dieses Lob. Ich sehe die Preisverleihung als große Ehre an, besonders in einer Stadt, was ja auch schon hier anklang, die über Jahrhunderte Kultur immer groß geschrieben hat. Bei dieser Würdigung vergesse ich allerdings nicht, dass ich Unterstützung erfuhr. Zur Entfaltung braucht man das passende Umfeld. Meine Beiträge zur Geschichte Fuldas und der Region entstanden aus meiner Tätigkeit als Geschichtslehrer. Ich wollte mich nicht, und auch das klang schon an, auf die großen Ereignisse beschränken, wie wir sie in den Geschichtsbüchern finden, sondern Geschichte, und gerade bei jungen Menschen, wird erst dann spannend, wenn man sie übertragen kann in den heimatlichen Raum, wo die Plätze, wo die Namen bekannt sind, dann wächst Interesse. Im besten Fall, sage ich etwas einschränkend. Um das kompetent tun zu können, auch das, Herr Winkelfeld, klang ja schon mehrmals an, muss sich derjenige, der das vermitteln will, natürlich erstmal kompetent machen. Und da bin ich beim Stadtarchiv Fulda gelandet. Frau Dr. Wehner hat mich damals mütterlich, möchte ich fast sagen, die ersten Schritte tun lassen. Aber über Jahrzehnte hat Herr Dr. Heiner und seine Mitarbeiterinnen mir dort eine unschätzbare Hilfe geboten. Wenn man von Akten nichts weiß oder nicht gesagt bekommt, dann kann man sie auch nicht zitieren, kann man sie erstmal nicht lesen. Gleiches gilt für die Kenntnisse, Gleiches gilt für die ehemaligen Oberbürgermeister, Herr Dr. Hamberger und Herr Möller. Herr Möller hat schon als erster Kreisbeigeordneter zusammen mit Herrn Willi Kiefer, der damals auch Vorsitzender war des Geschichtsvereins, Herr Möller ist es heute, eigentlich bewirkt, dass mein erstes Werk, das Sie mehrmals zitiert haben, dass dieses Werk erscheinen konnte im Verlag Parzeller. Und da bin ich bei einem Verlag, der mich nicht nur auf diese Weise unterstützt hat, sondern besonders auch durch die Fuldaer Zeitung, die meine Artikel über die Fuldaer Geschichte oder die Region ja auch eine Plattform geboten haben, durch die Buchenblätter. Auch der Verlag Imhoff in Petersberg gehört hierhin. Es wurde ja schon erwähnt, dass ich eigentlich gar kein Fuldaer bin. Aber man ist großzügig in Fulda und das freut mich sehr. Der Verlag Imhoff in Petersberg hat die meisten meiner Werke herausgebracht. Und als Kunstverlag ihnen auch ein entsprechendes Gesicht verliehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hierher gehört auch
Herr Rudolf Karpe, der langjährige Leiter des Medienzentrums Fulda, auch hier wieder die Verbindung, besser oder vielen auch bekannt als Stadt- und Kreisbildstelle. Hierher bei den Dank gehört eben auch er. Er hat mir es ermöglicht, Schülermaterial zu erstellen. Sie haben es ja, Herr Dr. Wingenfeld, mehrmals angesprochen, dass das der Vermittlung dient, alles mit Materialien aus dem heimischen Raum. Und auch der Erlebnisgeneration von 1939, möchte ich mal sagen, mein Forschungsschwerpunkt bis 1949, eine Stimme zu verleihen. Wer also auch den offenen Kanal immer mal schaut, da kann er das sehen, aber es gibt für alle Schulen hier im Medienzentrum, in der Kreisbildstelle, Material, um den Unterricht in dieser Kurzform ohne Archivarbeit an die Schüler heranzubringen. Im Sinne der fortgeschrittenen Zeit möchte ich mich ganz kurz fassen, aber nicht so kurz, dass ich meine liebe Frau vergessen müsste. Sie hat mir, wie man so schön sagt, den Rücken freigehalten durch unermüdliche Arbeit. Sie hat es überhaupt ermöglicht, dass ich das, was hier lobend angesprochen wurde, alles veröffentlichen konnte. Und sie hat, ich möchte mal die Studierstube, das hört sich schon etwas höher an, ich möchte einfach mal sagen, sie hat weitgehend meine Schreibtischhockerei toleriert. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören. Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich noch einmal Herrn Zagern für seine Worte danken. Und ich glaube, Ihre Worte und die Worte von Herrn Schick sind Auftrag an uns alle, uns einzubringen, zu interessieren, aber auch selbst aktiv zu werden. Zumindest einen Beitrag für unser demokratisches Gemeinwesen zu leisten. Ich danke Ihnen und ich darf Sie, liebe Gäste, gleich dazu einladen, wenn Sie möchten, sich nach den Preisträgern auch in das Ehrenbuch der Stadt Fulda einzutragen. Die Einladung ist wirklich an alle gerichtet, denn wir sind natürlich froh, dass Sie gekommen sind, um unsere Preisträger zu würdigen. Und das wäre schön, wenn das auch seinen Niederschlag im Ehrenbuch der Stadt Fulda finden würde. Danach sind Sie noch ganz herzlich eingeladen, zu verweilen, ein wenig mit ins Gespräch zu kommen, bei einem Umtrunk und einem Imbiss. Auch das hat Tradition. Ich kann mich tatsächlich auch noch gut erinnern, wie das war, als Herr Schick 1983 verabschiedet worden ist. Da hat die damals dritte Klasse unter Leitung von Gerwin Schindler, den ich an der Stelle auch ganz herzlich begrüßen darf, dem damaligen Musiklehrer, das Stück eingeübt, Kartoffelsalat mit Würstchen, Würstchen mit Salat. Das wird es heute nicht geben, das tut mir leid, aber immerhin einen Imbiss und einen Umtrunk, denn bei aller Tiefgang natürlich des heutigen Themas ist es doch auch gut, wenn wir noch ein wenig in guter fuldischer Tradition miteinander verweilen, den Austausch pflegen. Ich danke unseren Preisträgern, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und ich danke noch einmal auch unserem Take 4 Saxophon-Quartett der Musikschule der Stadt Fulda mit Frau Mechthild Hochstein, Heinz Littmeier, Frau Petra Krummann, Frau Sabine Prenzl-Schell, heute ergänzt durch Frau Yvonne Rothwächter als Take 5. Also Take 5 war auch sehr, sehr gut. Das kann so weitergehen. Vielen, vielen Dank an Sie.